My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, 400 Gramm Mehl, 80 Milliliter Wasser, 15 Gramm Hefe, ein Ei, Salz und Milch natürlich. Und dann kneten, Freunde, und da haben wir schon das Apparätchen, Apparillochen. So Freunde, natürlich nehmen wir da hier 2 Teelöffel Basilikum und dann 60 Gramm Parmesanos, ja, sehr gut, und schön durchkneten. Ganz genau, es wird ein Basilikum, Cheesy Baguette. Ja, es klebt an den Händen, aber das kriegt man schon hin. Deckel drauf, auf der Heizung kurz hier. Ein bisschen aufgehen lassen. In der Zeit können wir schon mal unser Pfännchen hier fetten hier. Ich habe hier so eine Toastbrotform. Ihr könnt auch eine Kastenform nehmen, wie ihr wollt. Das ist die Toastbrot-Kastenform. So, Freunde, ja, hier. Jetzt mal hier. Nicht komplett voll gemacht hier die Form, sondern nur die 2/3, würde ich mal sagen, circa. Dann sagen wir mal 3/4. Naja, einfach rein in den Teig, in die Ecken drücken, Deckel drauf hier, Ofen ist schon angeheizt, Boys and Girls hier, dann den Prängel hier, schön reinlunsen hier. Ja, sehr gut. Zack, da in die Mitte da, Deckel zu hier, 180 Grad hier. Und dann 40 Minuten später gucken wir da mal rein. Komm schon her, du Lümmel. Hüssa! Wer wird denn wohl aufgeschnallt? Und dann gucken wir mal rein. Ja. Oh, sieht das nicht gut aus? Du Parmesan, die Kräuter. Das ist mein Brot, Freunde. Mir dreht, dank eingefettet, fällt's auch raus. Ja, sehr gut. Nichts angebrannt, sehr gut, Freunde. Paratstellen hier. Präsentierend. Brot schon mal fertig. Jetzt ein bisschen hier Alufolie hier. Ein bisschen Blech. Für die Girls hier. Ein bisschen Gemüse hier. Yes. Oh ja. Und jetzt hier Knoblauchzehen. Oh, die Handvoll hier, Freunde. So. Und jetzt machen wir ein bisschen zusammen. Kleines Schälchen machen. Ein Teelöffel Zucker. Und dazu natürlich hier der Cheyenne-Pfeffer. Ganz genau, eine ordentliche Prise. So, und ein Schlückchen Bier hinterher wimsen. Nicht zu viel, ein kleines Schlückchen. Zumachen und jetzt wird gedämpft, Freunde. Wir machen das Gemüse klein. Pullet-Gemüse. So, jetzt hier Grill schon mal startklar machen hier. Einmal hier in eine Ecke kippen. Indirect Heat, Freunde. Sehr gut. So, Gitter drauf. Zack. Und dann einfach gegenüber die Seite drauflegen, damit keine Hitze von unten ist. So, und in der Zeit haben wir so einen Eischaum gemacht hier. Ihr könnt da in irgendeiner Küchenmaschine euer Wahl machen oder per Hand. Da gibt es genug Videos im Internet. So, und jetzt hier Cheddar-Käse, Schlückchen Wein hinterher und dann umrühren, Freunde. Ganz genau, 150 Gramm Cheddar war es, ungefähr 5 Esslöffel Weißwein. Gibt es auch nachher im Rezept. Umrühren, wenn er zu flüssig ist, das Eigelb rein, was wir übrig hatten, von dem Eischnee. So, umrühren, das ganze Luder hier. Bisschen Thymian rein, ein Teelöffel. Salz, ein Teelöffel und ein Teelöffel Cheyenne-Pfeffer. Oh ja, und dann packen wir hier natürlich noch 2 Knobizehen. Hier gepresst aus der Mühle da rein. Und jetzt kommt das Eischäumchen hinein. Sieht aus wie Rasierschaum, Freunde. Ja, ganz genau. So. Hier, der Soßenexperte macht uns hier mal gerade wieder ein Käsesößchen. Zack, umgerührt hier die Nummer. Und dann, Freunde. Ja, ihr wisst, was kommt. Runter damit, Baby. Jawohl. Erstmal das Steak hier. Startklar machen hier, Freunde. Ganz genau. So, ein schönes Rindersteak hier für euch mit Fettkante. So wie es sich gehört. Ich ritze hier einmal ein für euch überall. Na, ihr wisst ja auch warum. Dann wird es keine Spannung darauf geben. Es kann sich entfalten, das Fett. So, zack, hier. Dann Grill angeheizt schon mal. 1 Minute drauf hier. Full Power hier.
müsste natürlich irgendwie 20 Minutes vorher richtig Vollgas geben hier auf dem Grill, damit der Gross richtig heiß ist vorne. So, nun können wir das schön runternehmen hier, aber wir sind noch nicht fertig, die andere Seite muss noch. So, wieder ein Minute hier, schönes Branding, wie man sieht. Ihr braucht es nicht übertreiben, es wird ja nachher noch überbacken, Freunde. Also, keine Panik, jede Seite eine Minute und dann ab aufs Brettchen hier. So, Freunde, sieht schon mal ganz gut aus. Und dann können wir hier schon mal anschneiden. Wollen wir sehen, wie das Gerät von innen aussieht. Jawohl, es ist ein Steak. Ja, so muss es aussehen. Ganz genau. Schön dünne Scheibchen abschneiden hier. Sehr gut. Wir haben es extra richtig kurz drauf gelunzt, damit wir das hier wemsen können. Und hier können wir schon mal hier unsere... Für die Girls so ein bisschen Gemüse. Ich hätte es auf den Teller aufmachen können. Da läuft mir schon alles hinten raus. Aber kein Problem. Jetzt gibt's Pullet Gemüse für die Girls. Einfach eine Gabel nehmen und alles platt matschen. Und dann sieht das irgendwann mal so aus hier. Ja, genau. So, jetzt haben wir's. Jetzt hier Brot nehmen hier. In der Mitte durchhämmern. Ganz genau hier. Zack hier. Schön den Säger machen hier. Rauswenden. Ah, ich war zu schnell. Wir sind schief geworden, aber das macht nichts. So, letztes Steak da oben drauf. Sehr gut. Unsere schönen Streifen, die wir eben abgeschnitten haben. Oh, sieht das gut aus. Ja, und ihr seht ja, warum wir das nur eine Minute drauf hatten. Ganz genau, damit es schön saftig bleibt von innen vorne. Denn es kommt noch mal gleich in den Ofen. Das Nachgaren machen wir quasi mit dem Steak mit einer Käsefüllung oben drüber. Pfeffer oben drauf hier, natürlich, nicht vergessen hier. Und Prise Salz hier. Ja, oh shit, da ist mir ein bisschen zu viel rausgekommen. Naja, am besten nimmt das mit der Hand. Aber macht nichts. Wir toppen das natürlich noch mit dem Gemüse hier. Pullet Gemüse für die Girls hier. Der Knobi, jetzt streue ich ihn mal schön oben drüber. Hier auch nochmal, Freunde. Sehr gute Wahl. Oh, wie das gut aussieht. Man könnte schon reinbeißen, aber nein. Jetzt kommt der Käse-Experte. Er muss noch ein bisschen Käse drauf. Ganz genau. So einen braucht man immer im Team. Denn ohne Käse läuft gar nichts bei Johnny. Käse, Bacon, Bier, Beef. Fast alles aus der Käse mit B. So, darüber gestrichen. Dann sehen die Geräte so aus. Indirect Heat. Jetzt hier nochmal schnell überbacken hier in unserem Grill. Ja. Deckel drauf. 15 Minuten später würde ich mal sagen. Wenn die Geräte so aussehen, dann können sie ab in den Hals, Freunde. Der Käse ist fest geworden hier, oder die Käsemasse. Einfach fantastisch. Sehr gut. Und vor allen Dingen, das Brot hat ja auch nochmal Käse in sich. Ja, ganz genau. So, runter damit. Doppelkelle hier. Yes, sir. Ja, wir haben es drauf gekriegt. Und dann den nächsten Lümmel auch noch rauswemsen. Sehr gut, Freunde. Jetzt können wir mal anschneiden, Boys and Girls. Sieht wahrscheinlich fast genauso aus wie von außen. Ja. Aber für euch tue ich es natürlich noch. Das Johnny Steak Cheesy Ultimate, was auch immer, Baguette, wie ihr es nennen wollt. Hier Rezept nochmal unten drunter und jetzt ein Bier ab in den Hals. So. Und nun durchgeschnitten vorne. Oh. Ja, demnächst nehme ich auch mal ein scharfes Messer, aber für euch soll es zeigen, auch mit dem Stumpfen kann man gut reiben. So, Feierabend für heute. Jetzt mal weggehen hier. Betty! Hey, I'm the champion! Jawohl! Der macht mir gar nichts! Ich komme wieder! Diese Veggie-Ninjas sind nicht kaputt zu kriegen. Naja, kein Problem, Boys and Girls. Hier sind ein paar Auswahlfolgen oder was auch immer. Kommt auf Johnnys Channel, lasst es euch gut gehen.
Ballert's euch rein, bis bald. Ich hab das Gefühl, der Veggie-Ninja lässt nicht nach. Er will mich zur schlechten Seite der Macht bekehren. Ja, es gibt keine Gute und Böse, es gibt nur die schlechte Seite. Bis bald, Boys und Girls, ballert's euch rein. Ciao!